Zum ersten Affilio-Experten-Webinar. Ich habe heute Herrn Dr. Lohmeier dabei. Herr Dr. Lohmeier ist Notar und Erbrechtsexperte aus Leidenschaft. Wir arbeiten schon länger zusammen. Ja. Er hat uns bei der Erstellung unserer Dokumente auf Affilio betreut und beraten. Und ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind und über das Thema Erbrecht sprechen. Freue mich auch. Wir sprechen über die größten Irrtümer im Erbrecht. Wir beantworten einige Fragen, die uns gestellt wurden. Und können da, denke ich, wirklich einige Themen klären, die viele Menschen beschäftigen. Ich bin Till Oltmanns, einer von drei Affilio-Gründern. Und als wir Affilio 2018 gegründet haben, hatten wir das Ziel, eine Plattform zu entwickeln, mit der Menschen ihre Familie richtig absichern können. Seitdem ist einiges passiert. Über 3 Millionen Nutzer haben unsere Dokumente bei uns die Services genutzt und über 1 Million Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten erstellt. Und seitdem ist aber einiges passiert. Wir sind mittlerweile auch der größte Anbieter, wenn es zum Beispiel um Pflegegradanträge geht und helfen Menschen in verschiedenen Lebenslagen. Im September, da steht etwas an, auf das ich mich ganz besonders freue. Da steigen wir nämlich in den Bereich Nachlass ein. Und da gibt es dann einen digitalen Notfallordner, mit dem man alle Informationen, ja, die Angehörige brauchen, hinterlegen und sortieren kann. Und damit macht man den Angehörigen das Leben leichter. Das ist der organisatorische Teil zum Nachlass. Heute geht es um den rechtlichen Teil. Und da übergebe ich jetzt gerne an Sie, Herr Dr. Lohmeier, mit einem kleinen Überblick. Und ich bin dann gleich wieder da als der Doofe, der keine Ahnung hat und sich aufklären lässt bezüglich der 10 Irrtümer. Den spielen Sie aber nur. Herr Oltmanns, was sagen Sie? Herr Oltmanns, vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich bin Teil im Prinzip des Teams Affilio, weil Affilio und mich dasselbe umtreibt, nämlich die Vorsorge in der Familie, die Absicherung des Vermögens, der Lebensleistung in der Familie über die Generationen zu Lebzeiten und im Testament. Wir können heute kein Erbrechtsseminar machen, das sprengt inhaltlich und zeitlich das, was uns zur Verfügung steht. Unser Ziel ist heute, und nach unseren Erfahrungen mit Seminaren schaffen wir das auch, ist, Sie problembewusst zu machen, Ihnen so ein paar Basics nahezubringen, Sie auch zu Gedanken anzustiften, wie in Ihrer persönlichen familiären Situation die eine Lösung des Ihrer Situation aussehen könnte, wie ein Nachlassverteilungsplan aussehen könnte. Wir fangen mal an mit dem ersten Slide. Da geht es darum, worüber reden wir? Wir reden, was uns alle betrifft, über Familie, über Gerechtigkeit, über Lebensleistung innerhalb der Familie und über wirtschaftliche Nachlässe, also über große und kleine Vermögen. Das bedeutet also, wir haben im Erbschaftsvolumen eine Tendenz, wir haben, das muss man sich mal vorstellen, pro Jahr werden in Deutschland ungefähr im Schnitt 250 Milliarden Euro verschenkt und vererbt, jährlich neu. Das Slide zeigt Ihnen, wie das in 10 Jahren läuft, wir sind bei 3 Billionen Euro. Das bedeutet, wir haben alle eine Verantwortung, dieses Vermögen nicht irgendwo planlos zerschellen zu lassen vor irgendwelchen vor ungesteuerten Risiken, vor Erbschaftssteuer, vor gesetzlicher Erbfolge. Wir haben ein Steuervolumen, Erbschaftssteuervolumen, wir müssen zurückgehen bitte auf die Slide davor, ein Erbschaftssteuervolumen, das sich seit 2012 verdoppelt hat. Wir haben von 2012 4 Milliarden Euro, jetzt abgerundet, 2020 ist die letzte Erhebung, 2021 sind wir noch nicht so weit, haben wir 8 Milliarden Euro Erbschaftssteueraufkommen. Das heißt, auch für die Finanzverwaltung ist das deutlich interessanter für das, was die Einnahmeseite angeht. Okay, nächstes Slide. Wir haben also die Situation, dass dann, wenn wir nichts tun, das heißt, wenn wir kein Testament errichten, sprich, wir keinen sogenannten, ich nehme dieses Wort gerne statt Testament, keinen Nachlassverteilungsplan haben, haben wir die gesetzliche Erbfolge. Bei der Frage, haben Sie ein Testament oder einen Erbvertrag, haben Sie irgendwas getan,
da ist es im Ergebnis so, dass etwa ein Viertel, ein gehobenes Viertel aller Deutschen ein Testament errichtet haben. Will heißen, drei Viertel der 250 Milliarden Vermögen sind ungeregelt. Und ungeregelt bedeutet, wir haben gesetzliche Erbfolge. Und da gibt es verschiedene Fehlvorstellungen beim Laien, die sind nahezu unausrottbar. Die eine Vorstellung ist gesetzliches Erbrecht der Ehepartner, wir erben doch untereinander alles, weil wir verheiratet sind. Das ist so dieses, es gehört uns auch alles gemeinsam, weil wir verheiratet sind. Gefühlt ist das so, rechtlich ist es nicht so. Sie sehen also an der Chart nochmal, wie wenig sich überhaupt Gedanken machen über ein Testament. Wir sehen ja heute durch die Teilnehmerzahl in diesem Webinar von über 2000 Personen, dass sich jetzt aktuell ungefähr 2000 Leute mehr als in der Statistik bereits Gedanken machen, nämlich Sie, was uns sehr freut. Wir haben also die gesetzliche Erbfolge immer dann, wenn wir nichts tun. Was ist gesetzliche Erbfolge? Das Erbrecht denkt vertikal und denkt in Ordnungen. Und die gesetzliche Erbfolge ist so, die erste Ordnung ist so, dass der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, eine eingetragene Lebenspartnerschaft und die Kinder, die bilden die Erben der ersten Ordnung. Die kommen immer zum Zuge oder andersrum gesagt, die zweite Ordnung nimmt nicht teil, solange auch nur eine Person der ersten Ordnung da ist. Ist nur ein Ehepartner da oder ist ein Kind da, verdrängt er die Erben der zweiten Ordnung. Die zweite Ordnung sind dann die Eltern des Erblassers. Ich sage immer Erblasser. Ich sage immer, wenn man sich fragt, oder um zu verdeutlichen, um wessen Perspektive geht es, der Erblasser. Anders betont, der Erblass, dessen Perspektive ist es. Von ihm aus geht es vertikal nach unten, ist unten niemand. Dann geht es nach oben und von da aus wieder nach unten. Also, Kind, ist das Kind vorverstorben, erbt, ist gesetzlich erbberechtigt, das Kind des Kindes, Kindeskind aus Sicht des Erblassers, der Enkel. Ist dort niemand, geht es nach oben zu den Eltern und dann von den Eltern, wenn die nicht mehr da sind, zur Seite. Das heißt, die Eltern und die Geschwister sind die Erben der sogenannten zweiten Ordnung. Wir haben dann noch Erben der dritten Ordnung, das können wir jetzt rein lebensstatistisch vernachlässigen. Das ist wichtig zu wissen. Es gibt dann noch das gesondert innerhalb der ersten Ordnung, das Ehegatten, Ehepartnererbrecht. Ganz wichtig zu wissen. Der Ehepartner erbt erbrechtlich ein Viertel, güterrechtlich ein Viertel, gibt ein Halb. Immer dann, wenn er nicht den Fehler gemacht und seinen Güterstand in Gütertrennung notariell verändert hat. Sprich, haben Sie keinen notariellen Ehevertrag geschlossen, dann haben wir auch keine Abweichung vom Güterstand, dann ist das Ehegattenerbrecht immer ein Halb. Und die Kinder teilen sich die andere Hälfte zu gleichen Teilen. Zwei Kinder in der Modellfamilie, das können wir am besten rechnen, ist es dann so, gesetzliches Erbrecht, ein Halb der Ehepartner, je ein Viertel die Kinder. Gesetzlich. In Erbengemeinschaft. Wir kommen gleich noch bei den 10 Irrtümern dazu. Erbengemeinschaft ist immer die Gruppe, die erbt. Sie erben in Gruppe, in einer Art Gesellschaft, verbunden miteinander. Rechtsträger des Nachlasses ist die Erbengemeinschaft. Ich sage an dieser Stelle schon, diese wird auf gemein betont, weil sie eine Stressgemeinschaft, eine Zwangsgemeinschaft ist, die gesetzlich auf Auseinandersetzung angelegt ist. Und das schafft man in der Krisensituation, in der menschlichen Krise, wo man den Verlust eines Nächsten zu betrauern hat, fast nie. Ganz kurzer Überblick zu den Erbschaftssteuern. Die Erbschaftssteuern sind andere Klassen als die Erbfolgen, als die Einordnung. Wir haben drei Steuerklassen. Verwechseln Sie das nicht mit den Einkommensteuerklassen, hat damit nichts zu tun. Das ist Erb- und Schenkungssteuer ist eingesetzt, drei Klassen. In der ersten Klasse haben wir den Ehepartner, es gibt und die Kinder. Der Ehepartner hat einen Freibetrag von 500.000 Euro. Jedes Kind nach jedem Elternteil, Abstammung, ne, vertikal 400.000 Euro.
Achtung, eine der zahlreichen Fragen. Wir haben bei über 2000 Teilnehmern, da haben wir gerade gesehen, eine unermessliche Zahl von Fragen. Die können wir jetzt nicht beantworten, dann sitzen wir morgen früh noch hier, sondern, aber es sind Fragen, typische Fragen, die, sagen wir mal, die wir schon vorweggenommen haben, die Antworten. Zum Beispiel die Patch, also Stiefkinder, ich sage immer, weil Stief ist so von Grimms Märchen so negativ besetzt, die Patchkinder, ja, bei dem Ehetyp, meine Kinder, deine Kinder. Und da gibt es ja meine Kinder, deine Kinder, unsere Kinder. Meine Kinder, die Patchkinder, werden steuerlich, erbschaftssteuerlich so behandelt wie die eigenen Kinder des Erblassers. Also die Kinder, die meine Frau in die Ehe mit mir mitbringt, sind meine Patchkinder, sind steuerlich, haben nach mir 400.000 Euro frei. Muss man wissen. Und zwar auch dann, was ganz viele nicht wissen, wenn diese Patch-Ehe auseinandergeht, geschieden ist, bleiben es erbschaftssteuerlich Stiefkinder, erbschaftssteuerlich 400.000 Euro. Nicht zu verwechseln mit Schwiegerkindern. Nicht zu verwechseln mit Schwiegerkindern. Die sind steuerlich zum Schwiegervater fremd. Fremd heißt Klasse 3, Freibetrag 20.000 Euro, alles darüber 30%. In der Mitte der Steuerklasse 2 finden Sie die nächsten Verwandten, das sind also die Geschwister. Die sind in Steuerklasse 2, Freibetrag 20, aber niedrigerer Steuersatz. Das ist so die Erbschaftssteuer im Groben, da Sie oft in der Präsentation, im Webinar die Charts mithaben, wissen Sie auch, können Sie auch nochmal nachgucken, welcher Steuerklasse sind Sie denn. Wichtig ist für Ihr Verständnis, auch wenn Sie mal woanders nachgucken, achten Sie darauf, geht es um Vererben oder geht es um Verschenken? Der Freibetrag der Eltern zu den Kindern, wenn von den Kindern was kommt, ist unterschiedlich, je nach Situation. Erben die Eltern 100.000 Euro? Bekommen die Eltern von den Kindern was geschenkt? Vielleicht unfreiwillig, unbeabsichtigt, bei einer falsch strukturierten Erbengemeinschaft ist der Freibetrag der Eltern nur 20.000 Euro. Ganz, ganz wichtig. Vielleicht soll das genügen, einmal für den Überblick, für die Basics, damit Sie, wir wollten so ein wenig ein Bühnenbild für Sie beschreiben, vor dem dann wir agieren und die Fragen stellen und auf die 10 häufigsten Irrtümer im Erbrecht kommen. Herr Oltmanns. Sehr schön, danke für den Überblick. Wir haben einige Irrtümer gesammelt und es gab auch einige Fragen, die dazu eingereicht wurden. Die werde ich jetzt hiermit verbinden. Viele weitere Fragen, die jetzt gerade live reinkommen, decken wir damit häufig hoffentlich auch ab. Ansonsten hatten wir schon die Frage, ob wir die Slides auch noch teilen können. Ich würde sagen, das können wir machen und das Video ist ja auch im Anschluss verfügbar, also man kann das nochmal nachgucken. Die ersten zwei Irrtümer, die können wir direkt zusammenfassen. Die gesetzliche Erbfolge reicht, ein Testament brauche ich nicht. Und damit einhergehend, weil so unwissend sind die meisten Leute ja nicht, die wissen dann schon, da gibt es eine gesetzliche Erbfolge und eben auch eine Erbengemeinschaft, die entsteht. Da sagt man auch, das ist doch kein Problem. Das passt in meiner Familie, Erbengemeinschaft ist kein Problem, gesetzliche Erbfolge passt, ein Testament brauche ich nicht. Was sagen Sie dazu? Ja, ich brauche in jedem Fall einen eigenen Nachlassverteilungsplan aus einem einfachen Grund. Sie haben es angesprochen, Herr Ortmann, Sie haben es auch eben schon erwähnt. Gesetzlich, wenn ich mehr als eine Person als gesetzlichen Erben habe, ich nehme jetzt mal das typische Beispiel Ehepaar mit zwei Kindern. Und der Erste geht, dann hinterlässt der Erste geht seinen Partner und die Kinder in einer Erbengemeinschaft mit den Quoten von 1/2 zu 1/4 zu 1/4. Es ist nur nicht so, dass ein Bankguthaben sofort zerfällt von 100.000 Euro in 50.000, 25, 25. Nein, das Konto ist Konto der Erbengemeinschaft. Es ist auch nicht so, wenn ihm alleine das Haus gehört hat, dass dann das Haus im Prinzip, dass dann der Nachlass durch die Erbfolge Miteigentum gebildet wird, ein Halbmiteigentum Ehepartner und die Kinder haben jeweils ein Viertelhaus. Nein, die Erbengemeinschaft ist der Rechtsträger und man ist an dieser Erbengemeinschaft wie eine Gesellschaft, stellen Sie sich vor, wie eine Gesellschaft, beteiligt wie in einer Gesellschaft mit unterschiedlichen Quoten. Es ist aber erstmal das Gesellschaftsvermögen oder das Erbengemeinschaftsvermögen. Das muss auseinandergesetzt werden und das belastet in dieser Stresssituation, dass man einen Angehörigen verloren hat, ist man emotional nicht in der Lage,
gleichzeitig in dieser Situation, gleichzeitig innerhalb der Familie, die diese Erbengemeinschaft vernünftig, weise und auch steuerlich vernünftig von selbst auseinanderzusetzen. Deswegen ist es die Verantwortung eines jeden, unabhängig von der Größe des Vermögens. Es geht ja nicht immer nur um viel Vermögen und um Steuern, sondern es geht um Gerechtigkeit in der Familie und darum, dass man, wenn man geht, nicht seine Familie im Stress hinterlässt, sondern dass man die Verantwortung nimmt und sagt, durch richtige Vorsorge will ich den Familienfrieden erhalten und sichern. Ich will Spielregeln, herbeiführen, geben. Das sind meine Spielregeln, unsere Spielregeln, aber das sind unsere und nicht gesetzlich irgendwie der. Das Gesetz kennt ihre Schwiegertochter nicht und das Gesetz kennt auch ihren Enkel nicht. Sie kennen aber ihre Familie, sie kennen ihre Enkel und sie wissen, wie sie es wollen. Deswegen ist das so dramatisch wichtig, dass man, selbst wenn man die gesetzliche Erbfolge abbildet, dann muss man sie abbilden außerhalb der Erbengemeinschaft und nicht einfach sagen, es läuft so nach mir die Sintflut, es wird schon irgendwie gehen. Es geht fast nie. Ja, dazu haben wir eine konkrete Frage. Das geht um meine Patchwork-Familie. Ich habe vor 20 Jahren geheiratet und zwei Kinder mit in die Ehe gebracht. Sind diese Kinder erbberechtigt, wenn ich vor meinem Mann sterbe? Ja, natürlich, weil das ist erste Ordnung. Es ist das Ehemodell, unsere Ehe, deine Kinder. Gefühlt emotional sind es in Zweifel die gemeinsamen Kinder, aber erbrechtlich stammen ja die Kinder von der Mutter ab. Das bedeutet, geht die Mutter als Erste, gesetzlich hat sie die Erbengemeinschaft aus ihrem Ehepartner, eineinhalb, und den beiden Kindern je ein Viertel. Sie hinterlässt also Ehepartner und die Patchkinder in der Erbengemeinschaft. Ja, auch wenn sich die Patchkinder mit dem Patchvater, dem Stiefvater, sehr gut verstehen, soll das doch so bleiben und nicht gestört, zerstört werden durch die Erbengemeinschaft. Ja, um diese Aufteilung zu verhindern, gibt es dieses Schlagwort Berliner Testament. Was hat es denn damit auf sich und kann man damit wirklich genau diesen Fall verhindern, dass jetzt zum Beispiel das Vermögen aufgeteilt ein Viertel und ein Halb werden muss? Ja, das Berliner Testament, der Name ist historisch, ist so ähnlich historisch wie der Dresdner Stollen. Berliner Testament heißt in der Grundaussage, es ist das häufigste, es ist ein gemeinsames Testament von eingetragenen Lebenspartnern oder Ehepartnern. Inhalt ist, wir setzen uns gegenseitig zu Erben ein und unsere Kinder oder die Patchkinder als Schlusserben, das heißt als die Erben am Schluss, nur die Erben des Längstlebenden. Das ist das Berliner Testament. Das hat zur Folge, rein steuerlich, bei den heutigen Vermögenssituationen in unserer Wohlstandsgesellschaft, die wir ja noch sind, dass die Freibeträge der Kinder nach dem erstversterbenden Vater verpuffen. Denn sie erben ja nicht nach Vater, sie erben ja völlig legitim erstmal nicht, sondern erst nach Mutter und haben dann die Freibeträge. Das heißt, wie schaffe ich das denn, dass ich zumindest eine Möglichkeit einbaue, dass die Freibeträge der Kinder von je 400.000 Euro nach dem vorverstorbenen Vater unabhängig von der Alleinerbenstellung der Mutter, der Ehefrau gerettet werden, indem ich ein Supervermächtnis einbaue. Das bedeutet, wir sagen, wir sind gegenseitig Alleinerben, aber der Überlebende von uns muss aus dem Vermögen des Erstversterbenden etwas zuwenden an die Kinder. Was das ist, in welcher Form es gewährt wird, unter welchen Bedingungen, da ist der überlebende Partner komplett frei. Er muss es nur nach sogenannten, wie Juristen sagen, billigem Ermessen tun. Das heißt, er muss abwägen sein eigenes Versorgungsinteresse mit der Gesamtsituation des Nachlasses, der dann herrschenden Steuersituation, den Bedürfnissen der Kinder und der Beziehungen zu den Kindern. All das kann ich prognostisch nur anlegen im Testament, weil ich ja nicht weiß, was in 20, 30, 40 oder 15 Jahren der Fall sein wird. Sozial, wirtschaftlich, steuerlich. Deswegen dieses Supervermächtnis, das dem Überlebenden die Chance gibt,
in dieser Abwägung der familiären Situation aus dem Vermögen des Erstverstorbenen etwas zuzuwenden und damit seine Freibeträge zu nutzen. Das heißt, der erbschaftssteuerliche Nachteil des Minian Testaments wird 1:1 aufgefangen durch das sogenannte Supervermächtnis. Verstehe. Ja, eines der Irrtümer war, dass Ehepartner sowieso alles erben und danach erst die gemeinsamen Kinder. Also das, was man mit dem Berliner Testament erreichen möchte, da gehen viele Menschen von aus, dass das ohnehin so wäre. Das ist gefühlt, die Erbfolge ist gefühlt, wir sind doch verheiratet, erstmal bekommt man Ehepartner was. Und das ist wie mit dem Eigentum, nein, es ist nicht so, man bleibt rechtlich Alleineigentümer und man erbt nicht gesetzlich alles, sondern nur 50%. Ja, und welchen Einfluss hat jetzt der Güterstand der Ehegatten? Da gibt es nämlich das Irrtum, dass man meint, er würde gar keine Rolle spielen. Ja, da ist es so, dass, ich habe eingangs schon gesagt, der Ehegatte, der Ehepartner bekommt ein Halb Erbquote aus 2/4. Das ist jetzt nicht banal rechnerisch, sondern das eine Viertel steht im Erbrecht. Das andere Viertel steht gar nicht im Erbrecht, das steht im ehelichen Güterrecht, 600 Paragraphen, bevor das Erbrecht anfängt. Und da sagt der Gesetzgeber, wir gleichen den unterschiedlichen Wertzuwachs des einseitigen ehelichen Vermögens pauschal dadurch aus, dass du Ehepartner nicht nur das Viertel aus dem Erbrecht bekommst, sondern noch ein Viertel on top vor den anderen Erben als pauschalierten Zugewinnausgleich. Dadurch gibt es ein Halb beim Ehepartner. Wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen, das sind immer Kunstfehler, die müssen immer behoben werden, Gütertrennung vereinbart habe, dann reduziere ich die Erbquote des Ehepartners ab 2 Kindern auf 1/3 und ab 3 Kindern habe ich erbrechtlich als Erbe nur 1/4 und die Kinder, die 3, haben dann je 1/4 oder bei 2 Kindern je 1/3. Kann man sagen, ja, ist nicht schlimm, kann ich ja überwinden durch ein Testament. Achtung! Ich habe ja die Kinder sozusagen enterbt. Das hört sich immer so alttestamentarisch dramatisch an. So ist es gar nicht gemeint. Aber die Kinder erben nach dem Erstversterbenden nicht. Das löst ein Pflichtteilsrecht aus in Höhe der Hälfte der Erbquote, die nicht stattfindet. Und wenn ich jetzt 1/4 habe, dann ist die Hälfte davon 1/8. Habe ich Gütertrennung 1/3, ist die Hälfte schon 1/6. Das heißt, auch der Pflicht als Anspruch erhöht sich völlig unnötig, ganz, ganz deutlich. Und den muss der Ehepartner erfüllen und das in Geld. Wir kommen ja gleich dazu. Ja, zum Enterben und dem Thema Pflichtteilsrecht kommen wir gleich. Ja. Da gab es einige Fragen zu. Vorher, fast genauso schlimm wie Enterben, klingt das Thema Scheidung. Wie ist es denn damit? Der Irrtum Nummer 5 lautet, mit rechtskräftiger Scheidung ist der frühere Ehepartner erbrechtlich ausgeschaltet. Warum ist das nicht immer so? Ja, das ist, sagen wir mal, ein leichter Irrtum. Grundsätzlich sagt das Gesetz, ist es richtig, wenn die Ehe rechtskräftig geschieden ist, dann ist das gesetzliche Erbrecht weg und dann ist auch in den meisten Fällen auch die testamentarische gegenseitige Erbersetzung zum Beispiel erledigt, weil die Grundlage der Ehe weggefallen ist. Es gibt aber Entscheidungen, Tendenzen in der Rechtsprechung zu sagen, ja, aber wir legen es auf. Ne? Schon Goethe, der Kollege Goethe, hat ja gesagt, legt ihr es nicht aus, so legt ihr es unter. Das heißt, es gibt Entscheidungen unseres höchsten Zivilgerichts, die da lauten, ja, das ist zwar während der Ehe errichtet worden, das Testament, ja, hier sind sie auch geschieden, aber wir entnehmen diesem Testament so, wir legen das so aus, Fragen können wir ja, jedenfalls einen nicht mehr, wir legen das so aus, dass das auch Bestand haben sollte nach Scheidung. Und das führt dann dazu, dass plötzlich die oder der Ex sagt, guck mal hier, ich bin geschieden und das war alles zur Zeit der Ehe, aber ich habe trotzdem noch mein Testamentar und ich bin der Alleinerbe. Das ist ganz dramatisch, da muss man wirklich aufpassen, dass man testamentarisch klare Regelungen trifft. Zum Beispiel bei Zustellung eines Scheidungsantrags sind wir enterbt. Bei minderjährigen Kindern haben wir folgendes Problem. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin geschieden und meine Erben sind meine beiden minderjährigen Kinder 7 und 11 Jahre alt und der Fall tritt ein. Wer ist denn allein vermögenssorgeberechtigt über das Vermögen der Kinder, über den Nachlass? Nicht der 11-Jährige, die Ex. Das heißt, die verwaltet den Nachlass. Da ist Missbrauchsgefahr angelegt in der Situation. Ganz gefährlich, da gibt es ein Modell, das sogenannte Geschiedenentestament. Das kann man regeln.
Also es scheint mir, als könnte man sehr viel regeln, wenn man dabei alles richtig machen möchte und jetzt zu Hause vielleicht auf dem Sofa sitzt und sich fragt, wie mache ich das denn jetzt? Da können wir schon mal vorwegnehmen, es reicht nicht, das Testament einfach am PC zu verfassen und zu unterschreiben. Aber was ist denn der beste Weg, wie mache ich denn beim Verfassen des Testaments alles richtig? Ja, es geht jetzt um die Form, ne? Das Testament, ja. Wie wir es errichten. Da gibt es gesetzlich keine Zwischendinge, es gibt nur zwei Formen. Einmal die notarielle Beurkundung, nicht Unterschriftsbeglaubigung, Beurkundung. Und das zweite ist komplett eigenhändig. Komplett eigenhändig, das ist nicht schriftlich. Das Gesetz sagt, schriftlich heißt, ich drucke mir was aus, was ich vorher geschrieben habe und unterschreibe eigenhändig, nicht gescannte Unterschrift, eigene, echte Tintenunterschrift. Das ist schriftlich. Es gibt aber kein schriftliches Testament. Das reicht nicht. Das ist unwirksam. Wenn man das so macht, gibt es das Testament nicht. Es gibt nicht, heißt nichtig. Es existiert nicht. Ihr letzter Wille ist nicht da oder beziehungsweise wirkt nicht, kann nicht umgesetzt werden. Es muss komplett mit der Hand selbst geschrieben werden. Bei Ehepartnern sage ich immer, möglichst die Frau, die hat meistens die beste Handschrift, da muss nämlich der, bei mir wäre das zum Beispiel so, da muss der Ehepartner nur dazu, darunter schreiben, dies ist auch mein Wille, Ort, Datum, Unterschrift. Unterschrift gehört dazu, Ort, Datum sollte man tun, falls es spätere Änderungen gibt. Im Chat habe ich gerade die Frage gesehen, ob das eigenhändige Testament dann zusätzlich noch bezeugt werden muss von irgendjemand anders. Nein, es muss nicht bezeugt werden, es ist überflüssig. Es gibt so Notsituationen auf dem Schiff, auf dem sinkenden Schiff oder kurz vorm Tod mit dem Bürgermeister, das sind so Ausnahmefälle. Oder Schreibunfähige oder Leseunfähige oder Taube oder Stumme. Die können nicht eigenhändig, aber die können beim Notar mit Urkundszeugen, danke für die Frage, super, mit Urkundszeugen, zweiter Notar, jemand, der das übersetzt, Gebärdensprache, können ihren letzten Willen wirksam artikulieren. Das ist ein ganz wesentlicher Teil der Selbstbestimmung, gerade für eingeschränkte Leute, Menschen, die einfach sich nicht ausdrücken können, für die ist es ja noch mal schlimmer, die können nicht eigenhändig schreiben. Okay, und wenn ich jetzt sage, das traue ich mir nicht so ganz zu, das alles eigenhändig zu machen, dann gibt es ja Sie und Ihre Kollegen. Was ist da Ihre Aufgabe? Was muss man beachten, wenn man sagt, ich hätte jetzt gern so ein Testament von Herrn Dr. Lohmeier? Ja, die Frage ist, ich bin Notar und das bin ich aus und mit Leidenschaft und ich mache schwerpunktmäßig Erbrecht. Entscheidend ist doch folgender Gesichtspunkt. Wir als Berater sind nicht die Protokollanten des Bürgers, sondern wir haben einen doppelten, und das muss man wirklich als Notar auch ernst nehmen, einen doppelten gesetzlichen Auftrag. Wir müssen den wahren Willen der Beteiligten erforschen. Wir müssen rausbekommen im Gespräch, im zugewandten Gespräch, in zugewandter Kommunikation, wo sind ihre Bedürfnisse, wo sind ihre Sorgen, wie ist ihre familiäre Beziehung. Denn das, was wir rechtlich dann regeln, das regeln wir vor und auf dem Bühnenbild Familie. Das müssen wir wissen. Und da muss man sich die durchaus bei Ehepaaren und Eltern auch unterschiedlichen Perspektiven auf dasselbe, nämlich auf die Kinder und so weiter, muss man sich einfach bewusst machen und das sehen. Und dann ist es so, dass wir auch herausbekommen wollen, wie ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Was ist die persönliche Gerechtigkeit? Und wenn man das ernst nimmt, dann muss man sagen, ja, wir erreichen das Ziel, aber vielleicht nicht auf dem Weg, der Ihnen bis jetzt vorschwebt, sondern vielleicht gibt es einen anderen Weg, der auch überflüssige, zu vermeidende Erbschaftssteuern verhindert. Wir machen nichts wegen der Steuern, bitte. Wir machen aber auch erst recht nichts etwas gegen die Steuern. Ja, das ist so ein Spruch, der hat eine ganz tiefe Bedeutung. Nichts wegen der Steuern, mal eben das Haus übertragen. Nein, aber auch nichts gegen die Steuern tun. Und da ist es so, dass der Notar den wahren Willen der Beteiligten erforschen muss. Das heißt, er muss sich wirklich intensiv in einem ganz intensiven Gespräch mit offenem Ergebnis um die Bedürfnisse kümmern und dann im zweiten Schritt das Gewollte rechtssicher umsetzen. Und Sie haben eben gesagt, als wir uns vor dem Webinar unterhalten haben, dass die Beteiligten in dem Fall, entweder die Einzelperson, die das Testament verfasst, oder die Ehegatten, die das zusammen machen, man sollte in der Phase am besten noch nicht die Kinder und sonstige
potenzielle Erben einbinden? Das ist die Frage, wie bereite ich mich am besten vor für so ein Gespräch? Also indem die Eltern, das Paar, meistens ist das ja so, sich auf einem Herbstspaziergang mal gemeinsam überlegt, wie wollen wir es eigentlich haben, wie siehst du das mit Paul, wie siehst du das mit Elisabeth, aber nicht die Kinder mit einbeziehen in der Kommunikation, weil das den Familienfrieden ganz, ganz stark destabilisiert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Sondern dann sollte man sich einfach überlegen, wie möchten wir es eigentlich, und man sollte dann auch zur Vorbereitung eine Vermögensübersicht haben, auch für sich, aber eben auch für den Berater, damit man schon weiß, um welche Achten von Vermögen geht es, eine Ferienwohnung, Cuxhaven, Miteigentumsanteil, eine Eigentumswohnung, Geldvermögen oder dieses oder jenes. Und man, da kann der Notar auch schon überlegen im Vorfeld, wie man vielleicht bestimmte Teile zuordnen, um Erbschaftssteuern zu ersparen. Also am besten mit einem digitalen Affilio-Notfallordner zum Notar gehen. Der Notfallordner ist so wichtig, weil er auch so heißt. Der ist nämlich für den Notfall. Das heißt, Sie brauchen... Ganz wichtig, Sie müssen irgendwann mal und vielleicht nach so einem Seminar sich hinsetzen und sagen, so, was ist eigentlich, was, erstens Akutnotfall, wer ist zu kontaktieren? E-Mail und Telefon, das weiß ja kein Mensch. Und da muss man zugänglich machen, das macht ja Affilio auf dieser Plattform sehr, sehr gut, damit man also zugreifen kann. Und Notfall, wer ist zu unterrichten? Da gibt es so eine Art Kette, der dann wieder den und die unterrichtet. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man für die Nachwelt, man selbst kann ja nicht mehr gefragt werden. Für mich selbst ist selbstverständlich, dass ich 3 E-Mail-Accounts habe und so und so viele Versicherungen. Ich weiß auch, wer bei der Versicherung mein Ansprechpartner ist. Meine Nachkommen wissen das nicht. Das muss ich präzise regeln, was Versicherungen, Vermögen, Ansprechpartner, Steuerberater und so weiter angeht. Und ich muss es auch tun in unserer heutigen Welt, was den digitalen Nachlass angeht. Das ist auch ganz wichtig. Ja. Kommen wir zum Thema Enterben, zum Thema Pflichtteilsrecht. Der erste Irrtum in diesem Zusammenhang ist, jeder gesetzliche Erbe kann komplett von der Teilhabe am Nachlass ausgeschlossen werden. Und da gab es auch einige Fragen. Die erste lautet, was muss ich beim Erben beachten oder beim Vererben wahrscheinlich auch, wenn es 2 Söhne gibt, aber nur zu einem Sohn Kontakt besteht? Wir können den einen Sohn nicht enterben. Ja, enterben, ja. Also enterben ist erstmal so alttestamentarisch besetzt, aber wir lassen es jetzt bei der Vokabel. Wenn es gibt 3 Personengruppen von Erben, die ein Pflichtteilsrecht haben, das ist immer der Ehepartner, das sind immer die Kinder. Und jetzt nochmal zurück, Erbrecht denkt vertikal, das sind, wenn unten keine Kinder sind, haben die Eltern des Erblassers ein gesetzliches Erbrecht, klar, und wenn es durch Enterbung nicht stattfindet, ein Pflichtteilsrecht. Ja, ich habe oft in meinen Vorträgen die Situation, dann schildere ich die Erbengemeinschaft, um Gottes Willen, die Witwe mit den beiden kleinen Kindern, die kommt mit dem Haus nicht zurecht, da brauche ich Ergänzungspfleger, weil die Witwe, die Mutter, die Kinder nicht vertreten kann in der Erbengemeinschaft. Ja, sagt dann das kinderlose Ehepaar, wir haben ja Glück, wir haben keine Kinder, was brauchen wir, ein Testament? Sie brauchen es erst recht, weil Sie den Überlebenden in einer Erbengemeinschaft, und da wissen Sie wieder, warum die oft gemein betont wird, mit den Schwiegereltern, hilfsweise mit den Schwägerinnen und Schwägern hinterlassen. Und dann lassen Sie meistens die Zuhörer vor ihrem inneren Auge die Verwandtschaft vorbeiziehen und sagen, Mensch, die ich zum Glück nur einmal im Jahr bei Omas Geburtstag sehe, die habe ich jetzt mit als Miteigentümer in unserer Eigentumswohnung. So sieht es aus. Und die Eltern haben ein Pflichtteilsrecht, das machen die Eltern persönlich menschlich nicht geltend. Also die sagen nicht zur Schwiegertochter, unser Sohn ist gestorben, jetzt machen wir mal unser Pflichtteilsrecht geltend. Nein. Wer macht es geltend? Der Träger der Transferleistungen, die Stadt, der Kreis, die Pflegeaufwendungen bezahlt, die leiten den Pflichtteilsanspruch sozialrechtlich auf sich über und machen ihn gegenüber dem Erben geltend. Das ist so. Wer niemals ein Pflichtteilsrecht hat, das sind immer meistens ganz kurze und sehr unaufreuliche Beratungsgespräche, sind die Geschwister.
Ja, das ist auch unser Irrtum Nummer 7. Ja. Geschwister haben ein Pflichtteilsrecht. Nein. Und da gibt es ganz viele Fragen zu. Das ist für viele immer noch schwierig zu verstehen, dass dann die Schwiegereltern drin hängen, aber die Geschwister nicht. Also eine Frage vielleicht, wenn wir die einbringen können. Guten Tag, ich habe gemeinsam mit meinem Lebenspartner ein Haus. Wir sind also gleichberechtigt Partner. Nun meine Frage, ich habe zwei Geschwister. Was passiert mit meiner Haushälfte, wenn ich zum Beispiel tödlich verunglücke? Mein Partner und ich sind nicht verheiratet. Ist es irgendwie möglich, das zu umgehen, dass meine Geschwister von dem Haus etwas bekommen nach meinem Tod? Mutter und Vater leben nicht mehr. Entschuldigung, haben kein Pflichtteilsrecht. Das ist das Irrtum. Das ist der Irrtum. Der Irrtum, okay, das der ist, Irrtum ist, dass sie ein Pflichtteilsrecht das ist haben. Gut. Ja, genau, genau. Okay. Alles gut. Also die Eltern leben nicht mehr und jetzt besteht die Sorge, dass die Geschwister haben. Wie? Ja, die Sorge ist völlig berechtigt. Der emotionale Partner ist rechtlich aber fremd, erbrechtlich fremd, erbschaftssteuerlich fremd, erbt nichts gesetzlich. Gesetzlich hat also der Partner in der Hälfte seiner verstorbenen Partnerin Geschwister, die Geschwister seiner Partnerin als Miteigentümer. Zwingend, ohne Wenn und ohne Aber. Ich muss also was tun, da ist Handlungsdruck. Und sagen zumindest, je nachdem wie der Nachlass ist, mein Miteigentumsanteil an dem Haus bekommt mein Lebenspartner. Das kann ich einseitig machen oder durch einen Erbvertrag, indem man sich das gegenseitig zubilligt. Weil es betrifft ja nicht nur einen, es betrifft ja auch immer den anderen. Umgekehrt, man weiß ja nicht, wer zuerst geht. Wir Männer gehen heute nicht mehr 7 Jahre Ehe, sondern nur noch 6 Jahre eher als die Frauen. Es liegt aber nicht an uns, sondern daran, dass die Frauen statistisch mehr rauchen. So, deswegen gehen in meinen Beispielen immer die wir Männer als Erste. Ich muss auch darauf achten, diese Haushälfte, der Partner ist erbschaftssteuerlich fremd, Steuerklasse 3, Freibetrag 20.000 Euro, alles darüber hinaus 30% Erbschaftssteuer. Im hohen Alter bekommen Sie von keiner Bank in dieser Republik Pflichtteilsansprüche finanziert und sie bekommen auch keine Steuern finanziert. Das heißt, wenn das Haus 400 wert ist, 200.000 ist die Hälfte, 20.000 runter sind 180.000 Euro Erwerb von Todeswegen steuerlich, 30% sind 60.000 Cash, sofort vollziehbarer und vollstreckbarer Erbschaftssteuerbescheid. Das ist ein Drama. Ja, und um das zu umgehen, jetzt nicht immer in Bezug auf Geschwister, häufig eher in Bezug auf die eigenen Kinder, gibt es den Punkt der Schenkung. Und da gibt es einen Irrtum, nämlich Schenkungen zu Lebzeiten sind auf Pflichtteilsansprüche anzurechnen. Dazu gibt es auch direkt eine Frage. Ja. Wir sind 68 und 72 Jahre alt und wohnen in unserer Eigentumswohnung, die ca. 450.000 Euro wert ist. Ist es ratsam, diese Immobilie bereits jetzt auf unsere Tochter zu überschreiben? Ja, die Frage ist so einfach nicht zu beantworten, aber ich will, weiche dem nicht aus, ich beantworte sie, aber in der zweiten Hälfte dieser Antwort. Das erste ist ganz klar, Schenkungen sind nicht auf den Pflichtteil anzurechnen. Es sei denn, ich habe das bei der Schenkung vereinbart, im Schenkungsvertrag. Das wissen viele nicht. Es war in der Erbrechtsreform 2010 vorgesehen, durch den Bundestagsgesetzgeber, ja, ich kann durch ein Testament anordnen, die Schenkung von 100.000 des halben Hauses, wie auch immer, an Elisabeth ist auf ihren Pflichtteil anzurechnen. Das hat der Bundesrat gekippt. Ich hatte das während des Gesetzgebungsverfahrens sofort übernommen, hatte das ungefähr 4 Monate in meinen Testamenten. Danach habe ich es wieder rausgenommen, weil es nicht Gesetz geworden ist. Will heißen, Sie müssen bei der Schenkung sich vorsorglich bestätigen lassen, ich lasse mir diese Schenkung auf einen etwaigen Pflichtteilsanspruch anrechnen. Später, wenn Sie auf den Gedanken kommen, haben Sie ja eine Störung in der Beziehung, in der gestörten Eltern-Kind-Beziehung, bekommen Sie diesen Pflichtteilsverzicht nicht mehr nachträglich hin, wobei die überwiegende Meinung sagt, das ist ein Zuwendungsverzicht, das muss ich notariell beurkunden. Das bekommen Sie erst recht nicht hin. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich vorsorglich oder im Guten nachträglich bestätigen lässt, dass die Schenkung auf den Pflichtteil anzurechnen ist. Sonst hat nämlich das Kind gewonnen, das erst was geschenkt bekommt und dann den Pflichtteil geltend macht. Das ist ja nicht gerecht. Und Sie können
Diese Gerechtigkeitslücke, die Sie selbst aufreißen, weil Sie es nicht übersehen, die können Sie nicht schließen, weil Sie ja auf der Wolke sitzen. Es ist zu spät. Und jetzt kommt die Frage oder die Antwort auf den zweiten Teil, wie ist das zur Lebenszeitübertragung? Ja, sinnvoll oder nicht, also was will ich erreichen mit der Übertragung von Vermögen zu Lebzeiten? Will ich die Steuerlast der Kinder reduzieren, weil es noch anderes Vermögen gibt, das vererbt wird? Ja. Will ich es dem Sozialhilfeträger entziehen? Klares Nein oder eingeschränktes Nein, nicht so ganz klar, weil da habe ich 10 Jahre Rückforderungsrecht bei Verarmung des Schenkers. Das heißt, wenn ich mit 75 das Haus verschenke und bin mit 81 in der Pflege und habe Pflegehilfe, dann leitet die Stadt oder der Kreis, macht den Anspruch geltend auf Rückforderung des Hauses. Sie sagen zu dem beschenkten Kind, gib mir 80.000 Euro oder das Haus zurück. Und da muss ich also als Schenker 10 Jahre durchhalten. Und das ist teilweise eine lange Zeit, jedenfalls nicht unbedingt rechtssicher zu kalkulieren. Wenn ich sage, wir brauchen die Substanz des Hauses nicht für unsere Versorgung, das ist die entscheidende Frage. Will ich als Elterngeneration, deren Haus ja, wo das Haus die Lebensleistung ist, will ich das verkaufen können, um in den letzten Jahren nach Italien, nach Cuxhaven, wo auch immer hinzuziehen? Dann darf ich es nicht übertragen. Wenn ich es nicht brauche und ich übertrage es, dann behalten Sie sich den Nießbrauch vor, mindestens aber ein lebenslanges Wohnungsrecht für beide. Und jetzt kommt der Bezug und Sie lassen sich von den beschenkten Kindern in der Schenkungsurkunde beim Notar auf den Pflichtteil verzichten, nach dem erstversterbenden Elternteil. Dann ist das klar. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Kind gesagt hat, ich möchte das Haus nicht, ich möchte lieber später nach Papa Pflichtteilsansprüche geltend machen. Nein. Und das ist die Chance, auch früher versäumte Anrechnungsbestimmungen komplett aufzunehmen und das zu beheben durch eine lebzeitige Schenkung. Wir haben noch eine Frage, in die ähnliche Richtung geht und vielleicht können wir da auch nochmal das Thema Nießbrauch klären, weil jetzt haben wir Pflichtteil, wir haben Schenkung, jetzt kommt Nießbrauch. Hier schreibt ein Nutzer, sehr geehrter Herr Dr. Lohmeier, es geht um das Thema Vererben. Meine von mir genutzte Eigentumswohnung, wert 500.000 Euro, soll der einzige Sohn vererbt bekommen. Mein Alter, Anfang 60. Meine Frage lautet, um dem Sohn Erbschaftssteuern zu vermeiden, überlege ich, einen Niesnutz für meinen Sohn eintragen zu lassen. Ist das sinnvoll? Fallen überhaupt Erbschaftssteuern an? Was raten Sie? Ja, sinnvoll, ja, nur unter genau den umgekehrten Vorzeichen. Wenn ich sage, es ist noch Vermögen da, ich fange schon mal an. Innerhalb, wichtig, wir haben die Freibeträge der Kinder alle 10 Jahre neu. Das heißt, ich kann jetzt schon mal anfangen. Dann habe ich eine realistische Chance, dass ich steuerfrei auch in Zukunft noch vererben kann und die Steuerlast der Kinder reduziere. Dann sollte ich mir aber, und das ist, glaube ich, auch die Frage, den Nießbrauch vorbehalten. Das bedeutet, ich übertrage die vermietete Eigentumswohnung unter Nießbrauchsvorbehalt. Das heißt, ich und meine Ehefrau oder mein Ehepartner, wir haben bis so lange, wie wir wollen, bis zum Lebensende maximal, bleiben wir Vermieter, wir haben weiter die Abschreibung, war eine der zahlreichen Fragen, die mit der AFA, wir bleiben Vermieter, wir haben die Einkünfte aus V&V weiter, wir haben weiter die Abschreibung und wir haben auch den Kapitaldienst, die Schulden weiter zu erbringen. Und das reduziert bei der Schenkung die Steuer um den kapitalisierten Nießbrauch. Das Haus ist 400 wert. Der Nießbrauch wird kapitalisiert nach einer Tabelle zu § 14 Bewertungsgesetz. Kapitalisiert, der Nießbrauch ist 150 wert, dann schenke ich steuerlich nur 250. Das ist auch wichtig zu wissen, wie viel schenke ich, wie viel habe ich denn jetzt die Freibeträge schon angegriffen oder vielleicht schon erreicht. Das ist super. Wir sind durch mit den Irrtümern, aber wir haben noch einige Fragen im Chat, unzählige, die kriegen wir jetzt in den nächsten 14 Minuten nicht mehr hin. Aber ich habe 2, 3 entdeckt, die ich weiß, dass sie Ihnen gefallen werden. Ja. Die eine ist, was ist mit Immobilien in Spanien? Werden die nach spanischem oder nach deutschem Recht vererbt? Ganz viel, Herr Hauptmann, Dankeschön. Ja, ich habe im Prinzip darauf gewartet, dass ich das loswerden kann. Wir haben alle in Europa, außer UK, das ist also England, Irland, Dänemark und Irland, haben wir seit dem 17. August 2015 das europäische Erbrecht. Das ist eine schockartige Veränderung des Erbrechts in ganz Europa.
so, dass eigentlich nicht mehr wie Deutschland und Spanien bis dahin das Staatsangehörigkeitserbrecht gilt. Nein. Oder wie in Frankreich das sogenannte Belegenheitsprinzip heißt, die Eigentumswohnung in Paris wird immer, l'état, c'est moi, wird immer nach französischem Erbrecht vererbt, auch wenn sie einem norwegischen Ehepaar gehört. So, das bedeutet also, dass wir haben heute das Aufenthaltsrecht. Wir haben immer das Erbrecht des Staates, in dem wir zuletzt gelebt haben, bevor wir irdisch gegangen sind. Der Mallorca-Rentner hat spanisches Erbrecht für alles, was ihm weltweit einschließlich Berlin-Schöneberg, Hagen und Dortmund und Stuttgart gehört. Und das spanische Erbrecht kann man in Spanien anwenden, aber nicht in Stuttgart und nicht in Berlin-Schöneberg. Das geht nicht. Also was brauche ich? Immer die sogenannte Rechtswahl. Ich muss vorbeugend das deutsche Recht wählen. Ich kann als europäischer Bürger immer nur, aber auch immer mein Heimatrecht wählen. Mein Recht der Staatsangehörigkeit. Das muss ich wählen und sagen, salopp formuliert, jetzt nicht in der juristischen Formulierung, egal wo ich dereinst mich aufhalte, bevor ich irdisch gehe, ich wähle für alle meine Fälle nach mir das deutsche Erbrecht. Es gibt jetzt viele, die sagen, ja, wir bleiben aber in Berlin, weil wir sind jetzt Ende 70 und wir wechseln nicht mehr. Mein Impuls ist immer, was ist denn, wenn Sie im Einvernehmen mit den Kindern nach Polen an die Ostsee gehen in der Pflege, weil es da die Hälfte kostet und Sie das Dreifache an Zuwendung bekommen. Dann haben Sie, wenn Sie in Polen versterben, für alles, was Ihnen irdisch gehört, Ihr sogenanntes irdisches Weltvermögen, haben Sie polnisches Erbrecht. Das will kein Mensch. Nicht gemeint ist der Aufenthalt während des Urlaubs. Das ist kein Bleibewille. Aber Achtung, was schon greift, ist der Student in Barcelona, der im Rahmen eines Erasmus-Programms 4 Semester Barcelona gebucht hat. Der weiß nicht, wo er im 3. Jahr danach ist. Der hat spanisches Erbrecht, bedeutet, also wenn er etwa von Eltern schon was bekommen hat, die Wohnung unter Niesbrauch, den Gesellschaftsanteil an der GmbH, an der GbR, an der Familien-GbR, der hat für das, was er hinterlässt, und da sind die gesetzlichen Erben, und da stellen wir mal, er hat keine Kinder, sind die Eltern, hinterlässt er die ihm geschenkte Eigentumswohnung, die wird an die Eltern vererbt, hoffentlich nach spanischem oder katalanischem Erbrecht. Ein Drama. Also die Rechtswahl ist ganz, 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 ganz wichtig für alle von uns. Super. Jetzt gibt es noch eine Frage zu den Kosten. Ich glaube, viele Leute, die gerade zuschauen, würden jetzt gerne ihr Testament von einem guten Notar verfassen lassen und fragen sich, was kostet das? Und ich muss ja dazu sagen, wir als Affilio, wir fühlen uns ja sehr wohl mit unseren Vorlagen zur Patientenverfügung und der Vorsorgevollmacht. Aber beim Testament haben wir, nachdem wir mit Ihnen viel drüber gesprochen haben, auch gesagt, das hat schon Vorteile, das beim Notar machen zu lassen. Was kostet es denn? Ja, es hat zwei große Vorteile, die mit den Kosten auch zusammenhängen. Ich sage Ihnen ein Beispiel, der Geschäftswert für die notarielle Urkunde, es ergibt sich alles aus dem Gesetz, ohne Spielraum, ist immer das Nettovermögen der beiden, jetzt mal der beiden Testatoren, das heißt vom Ehepaar. Die Schulden gehen runter bis zur Hälfte des Aktivvermögens. Ein Beispiel, ich habe 300.000 Euro, ist das Haus wert, da sind noch 100.000 Schulden drauf, dann habe ich und habe kein Geldvermögen, also 3.000 Euro irgendwo interessieren keinen seriösen Notar. Dann haben wir ein Nettovermögen von 200.000 Euro und da kostet das gemeinsame Testament über den Daumen jetzt ein Tausender plus Umsatzsteuer. Was bekommen Sie aber dafür? Gestaltung, rechtssicher, Ihr Wille ist umgesetzt, ist gefeit, Leitplanken vor allen Störfällen, die es gibt. Und damit relativiert sich die Kostenfrage auf Null, wirklich auf Null. Sie brauchen keinen Erbschein, weil das notarielle Testament in fast allen Fällen den Erbschein erspart, inhaltlich und kostenmäßig. Und der Erbschein, Sie ersparen also dem Ehepartner den Erbschein, weil das notarielle Testament das ziemlich schnell nach dem Tod vom Nachlassgericht, wo es vom Notar hinterlegt wird, eröffnet wird. Das eröffnete Testament
ersetzt im Rechtsverkehr den Erbschein. Erster Erbfall, der Ehepartner braucht keinen Erbschein und hat sehr schnell Handlungsfähigkeit, weil das Dokument ja schnell kommt. Erbscheine dauern 3 bis 6 Monate. Die Erben, die Schlusserben, die Kinder brauchen auch keinen Erbschein nach Mutter. Also sie sind ja auch im Urteil Testament bedacht, erwähnt als Schlusserben, Erbeinsetzung. Auch diese brauchen keinen Erbschein, auch diese sind sehr schnell handlungsfähig und können aufgrund des Notarentestamentes zum Beispiel das Eigentum im Grundbuch kostenfrei innerhalb von 2 Jahren nach dem Tod umschreiben lassen. Will heißen, Sie haben die Wahl zwischen 2-mal Erbscheinskosten, nur dafür, dass Sie das beantragen, was Sie ohnehin brauchen, ohne jede Beratung, und für selbe Geld eine Gestaltung Ihrer Vermögensbeziehungen durch jemanden, der sich um Sie kümmert, der fragt, was wollen Sie, der Ihre Sorgen und Bedürfnisse erfasst, der es dann rechtssicher umsetzt. Und das ist im Prinzip, das ist wirklich derselbe Preis. Und das so geschildert, werden Sie verstehen, dass die Kostenfrage wirklich keine Bedeutung haben sollte. Ja, das geben sogar wir zu. Das ist so. Zum Glück haben wir da mit der Vollmacht und der Patientenverfügung auch genug zu tun, aber beim Testament sehe ich das ganz genauso. Ich habe jetzt, wir haben so viel über Pflichtteile und Enterben gesprochen, da kam jetzt direkt die Frage rein, kann ich denn jetzt zu meinem bestehenden Testament einfach so einen Anhang hinzufügen, dass ich das jetzt gerne noch nachtragen möchte mit dem Enterben? Vielleicht nehmen wir ein positiveres Beispiel, ich würde gerne noch ein Vermächtnis im Nachhinein eintragen. Geht. Einmal beim eigenhändigen und einmal beim notariellen Testament. Ja. Kann ich das einfach hinten anschreiben oder brauche ich ein neues Testament? Nein, also das ist auch eine prima Frage, die sicherlich viele betrifft. Ob Sie jetzt ein eigenhändig jedes Wort mit der Hand geschrieben, einschließlich Unterschrift, oder ein notarielles Testament haben. Sie können alles immer ergänzen, widerrufen. Sie können auch das notariell Beurkundete zu Hause am Küchentisch, wenn es ein einseitiges ist, einseitiges ist, alleine sagen, ich widerrufe mein Testament vom, es gilt ab sofort, meine Haushaltshilfe ist meine Alleinerbin. Das geht beim einseitigen Testament. Sie können immer Nachträge machen und der Notar, der für Sie beurkundet hat, der wird auch, wenn Sie anrufen und sagen, ich muss jetzt noch ein Vermächtnis an mein Patenkind, der wird Ihnen das vielleicht vorschreiben, wird Ihnen das diktieren, da muss man keine notarielle Urkunde für machen, für solche Nachträge. Das ist Nachsorge im besten Sinne des Verständnisses. Das geht immer. Und zwar unabhängig davon, ob der Nachtrag zu einem eigenhändigen Testament erfolgt oder zu einem notariell beurkundeten. Das geht immer. Wollen Sie es inhaltlich massiv ändern, empfehle ich dringend, dieselbe Beratung in Anspruch zu nehmen wie beim Ursprungstestament, weil man auch die Nebenwirkungen, die erbrechtlichen und die erbschaftssteuerlichen Nebenwirkungen einer solchen Änderung des Eingriffs in das Gefüge als Laie gar nicht übersieht. Muss ich dann erneut zahlen beim Notar? Ja, allerdings ist der Geschäftswert dann nicht wieder der neue, also nicht wieder der alte, im Sinne von nochmal dasselbe, sondern da gibt es Abschläge, da nimmt man 10% oder 20%, oder wenn es um Vermächtnis geht von 5.000 Euro, ist der Wert 5.000 Euro, das kostet 70 Euro. Also das ist dann der Wert der Änderung und der ist gesetzlich vorgegeben, der ist deutlich, deutlich reduziert. Hier kommt direkt eine Frage dazu rein. Kann man ein beim Amtsgericht hinterlegtes Testament handschriftlich durch einen Zusatz ergänzen? Ja, der Notar muss das Testament im Original, wie es beurkundet ist, versiegeln und hinterlegen beim Nachlassgericht und erfasst die persönlichen Daten parallel in der Datenbank der Notare der Bundesnotarkammer im zentralen Testamentsregister. Und ich kann, wenn ich das notarielle Testament aus der amtlichen Verwahrung nehme, ich gehe ja hin, ich bekomme Hinterlegungsschein, ich gehe hin, mache einen Termin und nehme meinen Personalausweis mit, oder beim Gemeinsamen müssen es beide tun, ganz klar, ne? Das Gemeinsame kann ich nur gemeinsam ändern. Dann gilt das aus der Verwahrung genommene, gilt als widerrufen komplett. Noch eins will ich eben sagen zu der Frage davor. Wenn ich ein gemeinsames Testament habe, dann kann ich das einseitig nur widerrufen. Und zwar egal, ob es eigenhändig privatschriftlich ist oder notariell. Einseitig im Beziehungsstress der Ehe nur widerrufen, indem ich
diesen Widerruf beim Notar erkläre. Und der Notar muss eine Ausfertigung dieser Widerrufserklärung dem anderen, der anderen durch Gerichtsvollzieher zustellen lassen. Dann bin ich einseitig raus aus dem Testament, aus dem Gemeinsamen. Dann. Und nur dann. Ganz wichtig, auch beim eigenhändigen Testament kann ich nicht einfach sagen, ich widerrufe. Da muss ich zum Notar. Weil die Bindung, der andere muss es erfahren. Das ist der menschlich-soziale Hintergrund. Sehr schön. Wir kommen langsam zum Ende. Gibt es noch irgendwas zu dem Thema Erben und Vererben, was Sie den Menschen an dieser Stelle mit auf den Weg geben möchten? Ja, ich freue mich, dass so viele teilnehmen, aus dem einfachen Grund, wir sind ja als Menschen so veranlagt, wir alle, auch ich als Erbrechtler oder vielleicht ich auch gerade als Erbrechtler, die eigene Hinfälligkeit, denken Sie an Vorsorgevormachten, Patientenverfügung, dass wir mal krank werden können, dass uns mal jemand ins Auto fährt oder dass wir sterben, zu verdrängen. Eins ist gewiss, ein jeder von uns wird diese Erde irgendwann verlassen. Und dann kann man natürlich nicht bei gutem Wetter sonntags morgens mit dem Bewusstsein der Endlichkeit durch die Gegend laufen, das ist völlig klar. Aber solche Webinare, Vorträge, wie auch immer, solche Veranstaltungen müssen, sollten ein Impuls sein, sind es hoffentlich, das ist unser Ziel heute, dass man aus dem Verdrängungsmodus vorne ins Handeln kommt und sagt, komm, wir machen das jetzt. Nicht wieder sagen, nicht vor Weihnachten, dann ist Ostern und nicht vor dem Sommerurlaub und dann ist schon wieder vor Weihnachten, sondern dass man sagt, so, wir handeln jetzt. Wir kommen ins Handeln, wir sorgen vor und haben es dann geregelt. Das entlastet unglaublich, also menschlich, das ist ein wesentlicher Teil meiner Freude an meinem Beruf, ist, dass die in der Wirksamkeit dessen, was ich tue, dieses Entlastungsgefühl, dieses Gefühl in den Menschen auftaucht, und das sehe ich, wenn wir uns verabschieden, dann nach dem Beurkunden sehe ich das, und da bin ich immer ganz, ganz dankbar, dass ich dabei sein durfte sozusagen, das mit verursachen durfte, dieses Entlastungsgefühl, so jetzt haben wir es gelöst. Danke, wir haben es gelöst. Das ist Entlastung. Verdrängen ist nicht Entlastung, sondern nur eine verdrängte Belastung, die energetisch bei uns bleibt. Also mein Impuls ist, machen Sie sich das bewusst, fassen Sie sich ein Herz im Wortsinne, es hat ja viel mit Emotionen zu tun, mit dem Herzen, suchen Sie Beratung auf, regeln Sie Ihren Nachlassverteilungsplan, geben Sie Ihrer gefühlten, Ihrer persönlichen Gerechtigkeit die Spielregeln, dass sie auch dann stattfindet, wenn Sie sie nicht mehr beeinflussen können, weil Sie gemeinsam, das wünsche ich Ihnen natürlich, gemeinsam auf der Wolke sitzen. Super, vielen Dank, Herr Dr. Lohmeier. Das war wirklich sehr aufschlussreich. Es gibt noch unzählige Fragen, die werden wir wahrscheinlich dann bei einer zweiten Ausgabe von diesem Webinar klären und sicherlich auch mal was zur Vorsorgevollmacht und zur Patientenverfügung machen. Das gehört ja genauso dazu. Ich fand das jetzt sehr aufschlussreich, nicht nur aus rechtlicher Sicht, sondern ich und wir alle haben gelernt, dass Notare auch leidenschaftlich sein können. Das war, glaube ich, vorher noch nicht allen bewusst und nimmt dann vielleicht auch die Berührungsängste. Ja. Das mit den Kosten haben wir auch geklärt. Also jetzt steht eigentlich nichts mehr im Wege. Ich kann nur sagen, wenn es jetzt nicht nur um die rechtlichen Themen geht, sondern vor allem ums Organisatorische, dann empfehle ich, obwohl ich da nicht ganz objektiv bin, Afilio. Ja. Wie gesagt, bei uns können Sie diese Regeln nicht nur erstellen, sondern auch digital hinterlegen, mit der Familie teilen. Aktuell geht das mit der Vorsorgevollmacht und der Patientenverfügung. Aber ab September, Ende September, gibt es ein digitales Nachlassverzeichnis, einen Notfallordner, wo wirklich all diese Dinge, die Sie angesprochen haben, die man regeln muss, digital mit Angehörigen geteilt werden können, sodass alle immer Bescheid wissen. Und dann haben wir wirklich alles im Griff. Bis dahin gibt es wahrscheinlich schon ein neues Webinar und wir freuen uns, wenn Sie da auch wieder dabei sind. Vielen Dank, Herr Dr. Lohmeier. Danke, ich danke Ihnen allen fürs Zuhören. Zuschauen. Danke.